Theaterfreundinnen und Freunde. Wir sind heute hier im Stadttheater Fürth und wollen einen kleinen Mini-Theater-Workshop für euch drehen, weil ja nun leider der Jugendclub ausfällt, der Kids-Club und auch das Ferienprogramm nicht stattfinden kann. Ich bin Marie und mache derzeit einen Bundesfreiwilligendienst hier am Stadttheater Fürth. Ja, und ich bin Johannes und bin der Theaterpädagoge hier am Stadttheater. Und wir wollen mit euch ein paar kleine Übungen, ein Training, Schauspieltraining machen. Und wir beginnen mit einer Übung oder einem kleinen Ausprobieren von verschiedenen Begrüßungen in der Corona-Krise. Wichtig ist erstmal, dass der Mindestabstand eingehalten wird. Dafür hier unser Meterstab. Das sind jetzt 1,60 Meter. Die Marie und ich gehen noch ein kleines Stückchen weiter zurück. Und diesen Abstand muss man also immer einhalten. Und wir beginnen jetzt erstmal mit dem Klassiker der Verliebten oder der Menschen, die sich sehr mögen, der Handkuss, der auf die andere Seite geworfen werden kann. Eine zweite Art der Begrüßung, wenn man gerade einen Zollstock parat hat, kann man mit diesem einfach den Handschüttler verlängern. Guten Tag, Marie. Guten Tag. Ja, dann haben wir noch eine Begrüßung für Heavy-Metal-Fans, Rock-Fans. Auf die Distanz funktioniert auch sehr gut mit Headbangen, zum Beispiel so die Pommesgabel. Genau, und die beste Version, der Klassiker schlechthin, auffälliges Winken, Springen und Rufen. Hallo! Und dann, weil wir beim Theater sind und uns gerne Neues einfallen lassen, kann man sich natürlich auch ganz neue Arten der Begrüßung ausdenken, zum Beispiel schüchterne Prinzessinnen, die sich über 2 Meter begegnen und ein wenig mit dem Popo wackeln, um zu zeigen, dass sie gerne näher kämen, aber nicht können. Welche Ideen habt ihr, wie man sich noch begrüßen könnte über 1,50 Meter Entfernung? Dann schickt uns eure Ideen und wir werden sie in unser nächstes Video aufnehmen. Die nächste Übung ist die sogenannte Spiegelübung, um die Fähigkeit der Konzentration und auch der Wahrnehmung ein bisschen zu verbessern und zu stärken. Und zwar kann man das als Partnerübung, wenn ihr Geschwister habt oder die Eltern mitmachen wollen, machen oder auch jetzt alleine einfach zum Mitmachen. Und zwar werde ich langsame Bewegungen machen, zum Beispiel den Arm heben und ihr probiert diese möglichst zeitgleich nachzumachen, sodass niemand am Ende mehr weiß, wer eigentlich führt und wer die Übung vorgibt. Viel Spaß! Schon mit dem kleinen Einblick in die Spiegelübung. Die nächste erklärt wieder Johannes. Ja, ganz wichtig für Schauspieler ist auch das, was sie mit ihrem Gesicht ausdrücken können, weil ganz viele der Gefühle, die dann bei euch im Zuschauerraum ankommen, werden über die Mimik transportiert. Deswegen machen wir ein bisschen Gymnastik mit dem Gesicht und massieren erstmal das ganze Gesicht durch, indem wir jeden Muskel im Gesicht in Bewegung bringen. Je doofer das aussieht, umso besser. Schickt uns eure Fotos zu mit euren blöden Gesichtsausdrücken. Wir freuen uns darüber sehr. Dann versuchen wir mal ein ganz großes Gesicht zu machen. Ein ganz kleines. Und dann wirklich die furchterregendsten Grimassen, die euch einfallen. Gerne auch den Körper dazu nehmen. Geräusche. Und
wenn ihr wollt, könnt ihr diese Grimassen dann auch hin und her schicken mit eurem Bruder oder eurer Schwester. Ihr macht eine Grimasse, euer Bruder oder eure Schwester macht die nach, verändert sie und ihr nehmt dann wieder die veränderte Grimasse von eurem Bruder oder eurer Schwester zurück. Das ist eine sehr, sehr schöne Übung, um die Gesichtsmuskulatur zu trainieren, um den Ausdruck im Gesicht zu trainieren. Oder ihr macht ein Ratespiel und schreibt ganz viele unterschiedliche Gefühle auf Zettel. Und dann zieht ihr einen Zettel und versucht, das Gefühl auszudrücken, das der andere oder eure Schwester dann wiederum errät, zum Beispiel. Das könnte erschrecken oder erstaunen, entsetzen ausdrücken oder Traurigkeit beziehen. Und raten kann das auch sehr viel Spaß machen. Nun machen wir ein Lippenlesen-Wörter-Ratespiel. Und zwar geht es dabei, dass ja die Schauspieler auch die Wörter immer sehr deutlich aussprechen müssen, damit auch die Zuschauer in der letzten Reihe sie gut verstehen. Und dafür kann man die Übung machen, zu probieren, die Wörter so groß wie möglich zu sprechen, damit auch der Gegenüber ohne das Hören des Wortes das Wort versteht. Und zwar mache ich jetzt 5 Beispiele vor und ihr probiert, ob ihr die Wörter erraten könnt. Wort Nummer 1. Mama. Wort Nummer 2. Sommer. Wort Nummer 3. Baum. Wort Nummer 4. Papa. Und das letzte Wort, Wort Nummer 5. Lama. Und wie viele Wörter könntet ihr erraten? Wie kann ich als Schauspieler oder Schauspielerin eine Tür öffnen, ohne sie mit den Händen zu berühren? Das ist ein sogenanntes Hindernis für Schauspieler, eine Aufgabe, die sie herausfordert und gerade jetzt in Zeiten von Corona ohne Handschuhe vielleicht auch sehr interessant ist. Das werden wir jetzt mal ausprobieren. Die Türe zur Bühne, das ist übrigens unser eiserner Vorhang, der die Bühne vom Zuschauerraum trennt. Ich sitze hier auf der Rampe auf der Bühne des Stadttheaters und werde jetzt versuchen, die Türe zur Bühne ohne meine Hände zu öffnen, ohne mit den Händen die Türe zu berühren. Da gibt es eine langweilige Variante. Ist aber nichts für Schauspieler eigentlich, und zwar einfach die Hände zu verdecken mit dem Pullover und die Tür. Auch das funktioniert nicht gut. Für Öffnen, das wäre so. Und da gibt es natürlich viel spannendere Varianten. Eine wäre zum Beispiel aus den Schuhen und den Schnürsenkeln eine Konstruktion zu bauen, die hier einzufädeln und damit zu versuchen, die Türe zu öffnen. Das ist eine weitere Möglichkeit. Und dann würden Tänzer oder Schauspieler vielleicht auch noch probieren, mit ihren Füßen, dafür ziehe ich mal meine Socken aus, mit ihren Füßen die Türe zu öffnen. Ah, ganz schön schwierig und anstrengend, der Beruf des Schauspielers. Aber es geht und wir werfen einen Blick auf die Bühne, auf der eifrig gearbeitet und renoviert wird, damit wir bald wieder spielen können. Wenn ihr noch Ideen habt, wie man Türen öffnen könnte, ohne mit den Händen die Klinken zu berühren, dann freuen wir uns, wenn ihr uns Fotos schickt, Ideen schickt. Ihr findet die auch unten, die Adresse, nochmal im Text, jagoda.tomski@fürth.de. Das war auch schon unser erstes Schauspieltraining online. Wir verabschieden uns von euch mit dem Applaus der gehörlosen Menschen und der geht so. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Bis bald.